Wieder mal ideales Wetter hier fürs Aalangeln an der alten Festung in Russian Fishing 4. Und deswegen stehe ich hier heute natürlich nochmal mit meinem Low-Level-Account, beziehungsweise so low ist er ja auch nicht mehr mit Level 19, aber immer noch vom Equipment super low. Und tja, ich ziehe jetzt in der Nacht im Idealfall ein paar Aale raus. Und was wir dann am Tag damit machen, mit dieser Stelle und dem Gewässer, das gucken wir dann mal. Das erste Gezuppel, wir haben jetzt 9 Uhr am Abend. Ich habe jetzt die Routen ungefähr eine Ingame, ja, knapp eine Stunde Ingame draußen. Alle drei Routen ausgerüstet mit Tauwurm. Bin ja hier immer noch mit den 4 Kilo Routen unterwegs, beziehungsweise 4 Kilo Bremskraft. Und relativ dünne Schnur dementsprechend. Schauen wir uns gleich natürlich nochmal an. Und so langsam zuppelt es. Einserhaken, Tauwurm, dreimal die Kombination. Und jeweils ja, genau in dieses Grün da vorne reingeschmissen. Und da zuppelt der erste. Gucken wir mal, was da dran geht. Erstmal anschlagen. Die Hakenqualität ist natürlich nicht ganz so groß. Ist der erste Fisch ein Rotauge. Oh, aber hier. Aber hier, direkt hinterher. Sehr schön. Vielleicht auch ein Rotauge. Ich hatte tatsächlich in den letzten Tagen mehrfach Rotaugen. Hatte ich im letzten Video ja auch schon gesagt. Mit einem großen Account auf Tauwurm. Zack, ohne Gezuppel. Geht auch ein bisschen in die Bremse. Boah, bei dem Regenwetter, ich lasse das lieber ein bisschen runter. Das ist aber kein Aal. 1,1 Giebel. Zeit, um mal eben kurz aufs Setup einzugehen. Also 5,2er Schnur hier auf der 6 Kilo Route mit einer 4 Kilo Bremse. Das Ganze natürlich auch schon ein wenig. Nö, die geht sogar noch. Der Verschleiß ist ganz okay noch. Aber ja, viel Bremskraft ist das nicht. Den werfen wir ein bisschen weiter. Der ist ein bisschen näher. Genau, Einserhaken, Tauwurm. Einfach nur mit dem Blei und auf der einfachen Grundmontage. Mehr ist das nicht. Und zack, der geht da rein. Alter. Kurz anschlagen. Im Chat wurde gerade ein Aal gefangen. Was habe ich dran? Einen kleinen Schuppi. Weitermachen. Und da geht doch noch einer rein. Ach, ist es denn wahr? Hoppala. Ist es denn wahr, Alter? Auf den letzten Minuten. Auf den letzten Minuten. Doch noch ein Biss, um ein wenig die Statistik zu verbessern. Boah, ey. Immerhin. Jetzt wollte ich schon den Spot nach allen Regeln der Kunst verfluchen. Da gibt es immerhin noch eine fette Trophy rein. Tja, lohnt sich das denn jetzt für so einen Low-Level-Angler, der vielleicht noch keine Fischfetzen machen kann? Ich habe auch schon gehört, hier mit dem Frosch auf Aal soll gut funktionieren und solche Sachen. Lohnt sich das denn jetzt hier? 29 Minuten, also 30 Minuten und dann diese Ausbeute, gucken wir uns das mal eben an. Wir schauen nochmal schnell rein ins Café. Okay, hier können wir keine Aufträge abgeben, aber wir können, ja, jetzt hier 30 Minuten geangelt. Wir könnten hier unsere 8 Fische abgeben mit der Trophy immerhin. 10 Silber für die Trophy, sonst wären es nur schnöde 12 Silber gewesen für 30 Minuten Angeln. Immerhin die Trophy noch am Ende gefangen. Das wären dann jetzt 22 Silber im Ganzen. Tja, ist das so richtig ergiebig für 30 Minuten Angeln? Zack, und raus damit. So, ich teste direkt den nächsten Spot für eine halbe Stunde. Gucken wir einfach mal, was da jetzt geht. Wenn ich doch jetzt gerade
Fettgiebel gefangen habe, einen dicken fetten Giebel und noch ein paar kleinere, warum bleibe ich denn dann jetzt nicht gezielt mit Giebel und Karauschen Futter an dieser Stelle? Guck mal, gerade erst eingeworfen, Alter, und es zuppelt schon los. Warum bleibe ich denn da nicht an der alten Festung, wenn es doch da so abgeht? Direkt Giebeltrophy gefangen, Alter. Weil, raus damit, weil die Gefahr einfach zu groß ist, dass genau an dieser Stelle mit dem gleichen Köder auf einmal ein fetter Karpfen reingeht, ein fetter Amur reingeht, mein Setup total verschleißt und ich einfach die Brocken nicht rausgezogen bekomme. Und, hoppala, ein bisschen weiter. Und das Risiko will ich einfach nicht eingehen, deswegen ab an ein anderes Gewässer. Hier hat man zwar auch selten mal die Chance, dass hier in ein dicker Brocken reingeht, aber man hat eben auch hier diese Area, diesen Bereich, wo die hier quasi nicht wirklich raus können. Ne? Das heißt, man zieht, der Fisch flieht hier irgendwo in diese Richtung, er kann nicht weg. Wenn man natürlich nach hier hin offen steht, dann ist die Schnur natürlich sehr schnell leer gezogen, die Spule. Aber so hier an der Stelle klappt das, glaube ich, ganz gut. Wir können ein bisschen lauter machen, der Regen hat ja aufgehört hier. Das heißt, jetzt hört man auch vielleicht ein bisschen mehr das Gebimmel. Im Idealfall soll es ja jetzt fleißig bimmeln. Ich teste jetzt hier gerade an der Stelle erstmal die Köder. Gucken wir mal eben rein. Hier, ich bin mit dem Viererhaken und Regenwurm unterwegs. Jetzt natürlich mit Futtermische Karausche. Ich bin unterwegs mit Einserhaken und Weißbrot. Einfachster Köder, größter. Wir können ja mal eben gucken. Da geht es sogar bis zum 4-0er-Haken, könnte ich verwenden, aber ich sag mal, ein 1er-Haken reicht für die Fische hier. Und, aber es, ja, es zuppelt auch schon. Und hier nochmal Maiskorn auf 4er-Haken. Also die drei Varianten habe ich jetzt gerade getestet. Die probieren wir mal aus. Gerade der dickste Fisch bisher schon auf dem schnöden Regenwurm. Davon habe ich auch am meisten, das ist gut. Und jetzt hier, guck mal, auf dem Brotteig auch schon direkt eine schöne Karausche. Ja, ich ziehe mal eben hier durch und dann gucken wir uns das gleich einfach mal an. So, raus mit der Rute. Gucken wir mal eben rein. Wir haben, ja, ziemlich genau jetzt hier 30 Minuten geangelt. Perfekt. Den lassen wir da jetzt zuppeln. Den nehmen wir jetzt nicht mit, weil wir wollen das ja fair haben. Und dann gucken wir uns das mal eben an. Und ich glaube, ihr seht da schon einen gravierenden Unterschied. Gucken wir hier nochmal eben kurz rein. Seht ihr mal hier. Nach Gewicht sortieren. 5 Stück, die so gerade eben irgendwie maßig sind. Haben wir schon mal 8 Silber. Zack, verkauft. Schläfergrundeln. Unmaßige. Ja, 3 Stück. Nehmen wir auch mit. Sind wir nochmal bei 7 Silber. Verkauft. Rotaugen hatte ich noch nicht genug. Güster auch nicht, Barsche und Co. alles hier auch nicht. Also haben wir damit schon mal 15 Silber gemacht. Und dann gucken wir jetzt hier nochmal rein. Ja, erstmal in Gänze würde ich sagen, ist das Bild mehr als eindeutig. Und wenn wir nochmal auf den Preis gehen, sind wir bei 57, sind wir bei 72 Silber in der gleichen Zeit, wie wir beim Aalangeln nichts gefangen haben. Beim Aalangeln, was hatten wir? 22 Silber. Das heißt also hier die ersten, na, so ungefähr passt das, ne? 24 hier. Also, guckt euch das an. Das war beim Aalangeln und alle anderen Fische sind halt, ja, Bonus. Abgefahren. Über 40 Fische waren das jetzt. Alles verkaufen. Deutlich mehr Kohle mit dem normalen Angeln, wenn man weiß, wo was geht. Und dazu kommt ja nicht nur die Kohle. Dazu kommt erstmal der Spaß. Man steht da nicht die ganze Zeit und bohrt in der Nase und denkt sich, ja geil, Alter, hier geht gar nichts. Sondern es lübt der Lachs. Man kann richtig schön was reinziehen. Man hat Skills. Man kann die ganze Zeit quasi das Grundangeln weiter skillen, weil man ja ständig unterschiedliche neue Fische fängt. Hilft natürlich auch noch weiter. Ich bin mit meinem Lowbob, mit meinem 19er, ja, bei 62, über 62% jetzt schon im Grundangeln.
mit Level 19. Das heißt, ich kann mit Level 22 mir direkt auch die Karpfenruten holen und damit die nutzen. Das macht halt Bock und das macht eben auch Sinn. Also, nicht immer direkt, wenn es heißt, oh mein Gott, der Aal lübt, hinrennen, wenn ihr eh nicht so die großen Chancen habt auf einen Aal. Und dann vielleicht auch im schlimmsten Fall mit einem dicken Aal 10 Minuten drillt oder weiß der Geier was, weil das Equipment so low ist. Lieber gezielt am Moskito, gezielt am Windenbach. Die letzten Windenbach-Videos, da sind ja, sind ja die Spots, glaube ich, immer noch aktuell. Guckt euch das an. Es läuft hier weiter. Ich ziehe jetzt hier weiter raus. Auch die dicken Brocken noch. Alter Falter. Petri, ihr Lümmels. Und wenn ihr dann doch mal zwischendurch irgendwie auf Aal geht, ist ja schön. Aber hauptsächlich Kleinkramangel. Bis zum nächsten Mal.